Lebensweisheit für heute, check. Wobei es immer so leicht ist, das zu sagen. Also ich habe da selber auch Probleme mit, ne? Also nur weil ich sowas predige, heißt das nicht, dass ich das alles schon verinnerlicht habe. Wäre schön, aber ich arbeite dran. Route 117. Kämpfen? Nein. Hätte ja mal klappen können. Und du bist nur der Pensionsleiter. Kriege ich hier noch ein Geschenk? Ich glaube nicht. Sie will meine Seele. Wir kümmern uns um deine Pokémon. Die haben übrigens einen sehr schönen Garten. Muss man auch mal so anmerken. Doppelkampf gleich, vielleicht. Nehmen wir erstmal hier oben die Trainer. Ich glaube, mit zwei Level 10 Pokémon will ich da nicht unbedingt reingehen. Ich habe halt immer Schwierigkeiten, so die richtigen Formulierungen und Vergleiche dafür zu finden. Wenn ich mich in Ruhe irgendwo hinsetzen würde und drüber nachdenken würde, würde mir das vielleicht leichter fallen. Aber so spontan ist immer so die Sache, habe ich das jetzt so vermittelt, wie ich wollte? Aber ich glaube, es kam eigentlich ganz gut an. Aber wie gesagt, ich habe da auch Schwierigkeiten mit. Manchmal finde ich mich selber auch unerträglich. Das kennt, glaube ich, jeder. Manchmal finde ich mich unerträglich. Manchmal habe ich das Gefühl, alles, was ich designe, sieht scheiße aus. Manchmal finde ich dann wiederum das, was ich designe, wieder schön. Dann finde ich mich eigentlich wieder ganz nett. Dann denke ich mir wieder so, ich sehe aus wie einmal durch den Reißwolf gedreht. Dann finde ich mich eigentlich wieder ganz cute. Es ist irgendwie so ein bisschen Tagesform. Aber ich glaube, das kennt jeder von euch. Ja, mit Anime ist es genauso. Die kann man auch nicht unbedingt vergleichen. Wenn es das gleiche Genre ist, kann man natürlich immer sagen, ja, hier und dort, aber auch da ist es super schwierig. Und trotzdem tun wir es halt permanent. Ich meine, wir vergleichen uns ja auch immer mit dem, was die Medien einem vorgaukeln. Das ist halt auch ein Problem. Ja, das ist auch so eine Sache, dass man sich einfach zu viele Gedanken macht. Das mache ich aber tatsächlich auch sehr oft. Dass ich mir super viele Gedanken mache, die ich mir eigentlich nicht hätte machen müssen. Das ist so eine Eigenschaft von mir, die ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, weil ich mache mir lieber zu viele Gedanken als zu wenig. Aber sie ist manchmal schon nervig, ja. So. Und ich glaube auch einfach, innerhalb der Community gibt es bestimmt viele Leute, jetzt auch auf dem Discord-Server oder auch hier, die eigentlich recht selbstbewusst sind, die auch auf jeden Fall, ja, eine deutliche Meinung haben und eigentlich ein ganz gesundes Bild von sich selber. Und es gibt eben auch sehr sensible Leute, die von sich selber nicht wirklich viel halten. Aber so oder so ist das, glaube ich, einfach hier ein Platz für alle. Also manchmal, klar, entstehen so ein paar Reibungen, wenn da vielleicht auch jemand ist, der sehr direkt ist und jemand, der sehr sensibel ist und die treffen dann aufeinander in der Diskussion, kann dann schon mal manchmal, wie gesagt, so ein paar Reibungen geben. Logisch, aber das ist überall so. Auf der Arbeit, in der Schule, immer wenn man mit Menschen zu tun hat. Also das ist jetzt nicht nur da so. Also das ist ja auch vollkommen normal. Nur ich denke einfach insgesamt, gehen eigentlich hier alle recht respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um. Und wenn dann doch mal irgendwie was falsch aufgefasst wird, dann kann man ja auch drüber sprechen. Wir haben ja auch auf Discord jetzt zum Beispiel unseren Wachdienst, der da auf jeden Fall so ein bisschen schlichtet. Oder auch mal Leute, die eben nicht im Wachdienst sind, die aber zufällig gerade mit der Diskussion teilnehmen, die das ein bisschen entschärfen und dann passt das eigentlich auch ganz gut. Also so oder so braucht da, glaube ich, keiner Angst haben, an den Gesprächen teilzunehmen. Weder jetzt hier im Chat noch auf Discord. Es ist einfach irgendwie so ein Platz für jeden. Also als ich damals noch zur Schule ging, da war ich ja auch schon Gamerin, da habe ich eigentlich niemanden gehabt, mit dem ich wirklich über Gaming sprechen konnte, weil Gaming ja super uncool war. Meine ganzen Klassenkameraden fanden das ja alle super uncool angeblich und ja, also ich hatte eigentlich nie eine Plattform, wo ich das wirklich ausleben konnte, dieses Hobby. Und das fand ich immer sehr schade. Und umso wichtiger oder umso schöner finde ich das, dass ich quasi jetzt mit den Streams oder auch mit YouTube damals und eben auch mit dem Server eine Plattform schaffe, wo Leute sich eben austauschen können und wo sie eben willkommen sind mit diesem Hobby, weil ich das halt auch nie hatte. Also da ist es irgendwie umso schöner.
dann noch einen schönen Abend, Hades. Und schön, dass dir mein Team gefällt. Bin da auch ganz glücklich mit. Solange Troy mich am Ende nicht auseinandernimmt, ist alles gut. So, da ist nur hohes Gras, dann hier weiter. Also ich glaube zwar, dass einige damals zu meiner Schulzeit schon gezockt haben, aber es nicht zugegeben haben im Gegensatz zu mir. Deswegen, ich hatte leider, abgesehen von meiner Mutter, die auch immer Pokémon gezockt hat, bis heute, nie jemanden, wo ich wirklich über Gaming sprechen konnte. Ich hatte zwar Leute, die es toleriert haben, aber ja, nie wirklich Leute, mit denen man da tatsächlich aktiv hätte drüber reden können. Und das war manchmal sehr deprimierend für mich, weil ich irgendwie keinen Ort hatte, wo ich das richtig ausleben konnte. Ich meine, ich war super schüchtern, aber ich hatte ja trotzdem viele, viele Gedanken, die ich gerne ausgelebt hätte. Deswegen habe ich ja auch angefangen mit dem Let's Playen, weil ich mir irgendwo meinen eigenen Ort erschaffen habe, wo ich über meine Lieblingsspiele reden konnte. Und deswegen freut mich das einfach, dass wir mittlerweile so viele sind oder dass wir halt auch viele Leute haben, die regelmäßig da sind oder zumindest ab und zu mal wiederkommen. Einfach um quasi diesen Ort, den man sich quasi geschaffen hat mit der Community, auch so ein bisschen lebhafter zu gestalten. Das ist schon schön. Ach, da gibt's nichts zu bedanken, Midna. Also, nichts zu bedanken? War das ein Satz? Bestimmt. In irgendeiner Sprache. Weil ich meine, klar, ich habe damit irgendwie angefangen und dementsprechend hat sich ja auch alles irgendwie entwickelt. Hätte ich nicht mit den Let's Plays angefangen und wäre irgendwann auf Twitch gewechselt und hätte den Discord-Server erstellt und so, klar, dann wäre das alles nicht zustande gekommen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich nicht Leute gehabt hätte, die die YouTube-Videos geschaut hätten, bei den Twitch-Streams dabei sind, auf Discord aktiv schreiben, dann wäre das auch alles nicht zustande gekommen. Dementsprechend in dem Punkt ist das irgendwie so eine Koexistenz zwischen euch und mir. Klar, wenn ich es nicht machen würde, gäbe es das nicht. Aber wenn ihr nicht dabei wärt und aktiv schreiben würdet und zugucken würdet, dann würde es das auch nicht geben. Dann würde ich traurig in meiner Ecke sitzen, weil mir keiner zuguckt. Warum bin ich schon wieder paralysiert eigentlich? Guckt man einmal weg. Ja, es war immer dieses, du spielst Pokémon, wie alt bist du denn? Ich fand das nun mal ganz witzig, auf irgendeiner Klassenfahrt, ich glaube, es war in der Oberstufe, haben sie auch so ein bisschen drüber hergezogen, ja, Pokémon, also jeder hat ja eigentlich Pokémon Rot und Blau gespielt, aber danach wurde das halt total uncool. Und die haben total drüber hergezogen, wie uncool Pokémon ist und so. Und dass sie ja nur Rot und Blau gespielt hätten und dann ja nicht mehr, weil das ja nur was für Kinder wäre und so. Und dann hat eine einen Witz gemacht über Pokémon, allerdings in Bezug auf... Ich glaube, es war Schambolzen, also wirklich eine spezifische Pokémon-Fähigkeit. Und da meinte ich auch zu der Person, ja, aber Pokémon-Fähigkeiten gibt es erst seit der dritten Gen. Nicht seit der ersten. Dementsprechend musst du ja schon ein bisschen mehr Pokémon gespielt haben, um das zu wissen. Ich habe sie sowas von exposed. Sie hat es auch zugegeben danach. Das verstehe ich nicht. Wieso kann man da nicht einfach zu stehen? Meine Güte. Wieso, jetzt mal ohne Mist, wieso fällt es manchen Leuten leichter, dazu zu stehen, dass sie Pornos gucken, als zu sagen, dass sie Gamer sind? I mean, wann ist Gaming so ein verruchtes Hobby geworden? Wann ist das so schlimm geworden? Also, jeder kann machen, was er möchte, auf das andere bezogen, wenn man da möchte. Mir egal. Aber... Also, ich finde einfach, Gaming bedeutet nicht, dass ich keine Freunde habe, den ganzen Tag auf meiner Couch sitze, stinke und fett bin und nur fresse und nur Ballerspiele spiele. Das ist nicht Gaming. Ist mir egal, ob Oma Elfriede das glaubt, weil sie den ganzen Tag nur RTL guckt. Das ist halt nicht Gaming. Gaming ist, in verschiedene Spielewelten einzutauchen, Abenteuer zu erleben, die man sonst nie erleben könnte, die Fantasie anzuregen, vielleicht auch die Reflexe zu trainieren, je nach Spiel, Freunde zu finden übers Internet und Gleichgesinnte. Das gleiche gilt auch für Anime. Spiele vermitteln halt auch super viele positive Werte. Und es ist halt einfach eine wunderschöne Freizeitbeschäftigung. Und ganz ehrlich, ich spiele abends lieber Xenoblade,
und erlebe da Abenteuer, als mich auf die Couch zu flatschen und mir irgendwelche ganz seltsamen RTL-Serien anzugucken von irgendwelchen asozialen Leuten. Warum ist es okay zu sagen, ich gucke mir irgendwelche Assi-Sendungen an, aber es ist nicht okay zu sagen, zu zocken? Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Und meiner Meinung nach ist nichts damit verkehrt, zu zocken. Es ist irgendwas bei den Leuten verkehrt, die das nicht anerkennen wollen. Aber das ist ja nur meine Meinung. Giftpuder. Habe ich dafür noch Platz? Kann mir gerade jemand von euch sagen, ob Elfhuhn eher physisch oder speziell ist? Ich würde jetzt auf speziell tippen. Aber ich weiß es gerade nicht, weil ich mich mit Elfhuhn nicht so auskenne. Dann würde ich nämlich das Giftpuder für die ultimative Nervtaktik noch da reinpacken. Ich habe doch keine Ahnung. Ich bin doch nur hier, um über irgendwelche Leute zu ragen, wie man gerade gehört hat. Speziell würde ich sagen, eher speziell, mehr speziell. Okay, dann behalten wir den Megasauger. Dankeschön. Hätte ich jetzt zwar auch gesagt, aber ich war mir nicht ganz so sicher. Dieses Pokémon ist jetzt schon so anstrengend mit diesem Moveset. Das ist auch ein guter Punkt, Omot, dass Spiele einem quasi auch neue Ziele geben und dich motivieren, da auch wirklich Zeit reinzustecken und auch mal einen schweren Boss, also gut, für mich eher weniger, weil ich meistens solche Spiele nicht spiele, aber auch mal sich an einen schweren Boss zu setzen und einfach Ausdauer zu beweisen. Ich glaube, es ist auch dann super belohnend, das dann irgendwann zu schaffen. Na? Für mich ist einfach so schön, dass du aus dem Alltag irgendwie abschalten kannst und einfach Sachen erleben kannst, die du so halt auch nie erleben würdest. Und ich sehe da auch nicht so den Unterschied, ob ich mir jetzt einen Film angucke oder ein Spiel spiele. Aber Filme sind wieder okay. Aber das sind so Leute, mit denen diskutiere ich dann auch einfach nicht. Warum auch? Ah, perfekt. Und tschüss. Eneko kann auch ganz schön nervig sein, so als Gegner. Ich guck gerade mal, ob Janne mittlerweile mal geschrieben hat, aber ich glaube nicht. Was möchte mein Handy von mir? Nichts Interessantes. Okay, es ist zumindest nicht Jan. Gucken, wann der mal nach Hause kommt. Aber es ist so, diese Gespräche, die ich jetzt mit euch geführt habe, den ganzen Stream hindurch, das sind so Gespräche, die würde Jan mit euch nicht so in der Form führen. Der würde euch, glaube ich, tiefgründige Apothekengeschichten erzählen. Weil Jan ist immer so sehr entspannt. Ich glaube, der kann sich nicht so sehr... Weiß nicht. Jan ist nicht so der Typ für so richtig, richtig tiefgründige Themen. Irgendwie. Das ist gerade ziemlich blöd. Die Pokémon, die ich brauche, sind gerade nicht fit. Dann so. Nee, Jan ist einfach sehr entspannt. Also, der kann auch tiefgründig sein und mit dem kann man auch ernst diskutieren, aber der ist eher so... Der nimmt Dinge so, wie sie sind. Und er stresst sich nicht mit Dingen, die er eh nicht ändern kann. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Eigenschaft, die ich definitiv nicht habe. Ja, es ist halt echt so, Jenny. Man kann halt einfach drüber sprechen, weil wir alle Gamer sind. Wobei viele von uns natürlich auch... Ich weiß nicht. Du hast Leute, die sind totale Pokémon-Freaks. Dann hast du Leute, die stehen total auf JRPGs. Dann hast du Leute, die spielen auf, die lieben Souls-like-Spiele. Es ist ja eigentlich auch von Grund auf irgendwie verschieden, aber man kommt irgendwie trotzdem miteinander klar, weil man einfach respektiert, dass andere Leute eben andere Vorlieben haben. So. Wie geht's meinem Team jetzt? Ach ja, na gut, ich bin ja immer paralysiert. Meine aktuellen Top 3 Lieblings-Pokémon-Editionen, da müsste ich mal kurz drüber nachdenken. Ehrlich gesagt. Also auf Platz 1 sind auf jeden Fall Pokémon Schwarz und Weiß 2. Und auf Platz 2 sind vermutlich Pokémon Omega Rubin, Alpha Saphir, Rubin, Saphir, Smaragd, so in einem Bündel.
Was wäre denn auf Platz 3? Das ist eher so das Problem. Willst du kämpfen? Nein. Also es wäre schon mal nicht Kanto. Es wäre vielleicht Johto. Höhen haben wir ja schon. Es wäre vielleicht Sinnoh. Es wäre nicht Einhal 1. Einhal 2 haben wir. Es wäre nicht Carlos. Es wäre nicht Alola. Gala? Also ich glaube wirklich, Schwarz und Weiß 2 auf Platz 1. Omega Rubin Alpha Saphir auf Platz 2. Und Platz 3 wäre irgendwie so eine Mischung aus Gold, Silber, Kristall, Hard Gold, Soul, Silver, Diamant, Perl, Platin und Schwert und Schild. Irgendwie irgendwas dazwischen. Also da kann ich mich wirklich nicht festlegen, so leid es mir tut. Aber Platz 1 und 2 auf jeden Fall. Das ist schon mal ein Anfang. Vielleicht. Ist schwierig, aber ich tue mich generell auch schwierig mit so Top 10 Listen. Wenn jetzt jemand kommt, was sind deine 5 Lieblingsspiele? Und ich so, das und das in beliebiger Reihenfolge. Du hast jetzt 18 verschiedene Spiele genannt, ich wollte nur 5. Such's dir aus. Das fällt mir super schwer. Ist ja vielleicht auch ein Luxusproblem? Aber ja, so Listen sind nicht immer so. Also ich schreibe gerne To-Do-Listen und sowas, aber Lieblingslisten? Uff. Hart. Pudox. Bin ich froh, wenn ich Flunkiefer und Dedenn tatsächlich auch aktiv benutzen kann. Also lustigerweise, wenn es darum geht, auf Platz 1, so Lieblingsedition zum Beispiel, ne? In dem Fall Schwarz und Weiß 2, Lieblings-Spin-Off von Pokémon, PMD 2. Und dann wird es schon aufhören. Oh, ich mag Ranger 2 und 3 und ich mag Poképark und ich mag Kolosseum und XD und dies und das und Ü. Oder auch Lieblingsspiel allgemein. Also das geht noch, wenn es nur um 1 geht. Also so Platz 1. Kommt aber drauf an. Wenn ihr mich jetzt nach Lieblings-Anime fragen würdet, wäre ich auch aufgeschmissen. Aber wenn es darum geht, dann danach eine Liste zu machen, bin ich verloren. Also ich glaube tatsächlich so Lieblingscharakter, Lieblingsspiel, Lieblingsdies, Lieblingsdas, das kriege ich hin. Aber wie gesagt, keine Abstufung. Oh, da hat sich Iceborne bei dir aber recht schnell weit hochgearbeitet. Spricht ja auch nur dafür. Hallo Igel, willkommen im Stream. Ja, diese Top-Spiele des Jahrzehnts habe ich auch oft gesehen, diese Listen, aber da wäre ich auch komplett verloren, glaube ich. Also, könnte ich einfach nicht, auch wenn ich wollte. Aber ich sehe schon, für den nächsten Stream darf ich nochmal ordentlich trainieren. Yay! Aber wenigstens ein bisschen was haben wir schon mal gemacht. Die Sache ist, gab es hier nicht auch noch irgendwo den Megastein? Da oben ist zwar ein Item, aber da muss ich ja jetzt nicht zwingend hin. War der nicht hier irgendwo? Da komme ich über die Wiese hin. Moment. War das der hier? Ah, perfekt. Ich kann damit zwar aktuell noch nichts anfangen, weil ich eben generell noch keine Mega-Entwicklung auslösen kann, aber ich habe ihn zumindest schon mal. Blumen sind wunderhübsch. Das stimmt. Und das nehmen wir auch noch mit. Also für das eine Item da oben hole ich jetzt kein Pokémon mit Zerschneider aus der Box. Kann sich der nächste Trainer freuen. So, dann der noch und dann sind wir, glaube ich, auch in Wiesenflur angekommen. Dann würde ich den Stream auch so langsam mal beenden, weil ich jetzt zum einen auch ein bisschen Hunger habe und zum anderen die Meerschweinchen bestimmt auch Hunger haben, so langsam. Die Frage ist, kann ich meine Suppe auch kalt essen oder mache ich mir die gleiche warm? Ich bin da eigentlich ein bisschen gnadenlos. Ich esse vieles auch kalt, aber mal gucken. Viel kann ich wahrscheinlich gegen dich noch nicht machen, wa? Wobei das schon gar nicht mal so wenig Schaden war.
Wie viel Schaden macht mir das Flurmel denn jetzt wohl? Es ist jetzt ja eigentlich nur auf normalem Niveau. Dadurch, dass ich ja den Bedroher hatte. Was? Schau mal auf WhatsApp bei Jan. Warum? Warum sagst du mir das? Hat er dir das geschrieben? Ah. Warum hast du die Insider-Infos, was Jan mir so schreibt? Soll ich was zu essen mitbringen? Hatten wir das nicht schon mal irgendwann letztens? Ich könnte schwören, wir hatten das schon mal in einem Stream, dass er mich das gefragt hat. Wo sind eigentlich die ganzen Smileys, die ich immer suche? Ich muss echt noch dieses Handy einstellen. Das ist furchtbar. So. Kuita. Ich finde das schön, immer wenn Jan unterwegs ist. Soll ich was zu essen mitbringen? Sache ist, ich habe halt noch ein bisschen Hühnersuppe. Das ist jetzt auch nicht so das Highlight meines Lebens. Und noch zwei Pizzabrötchen von gestern. Ist auch nicht so das Highlight, ne? Mal gucken, was er sagt. Wenn es um Essen geht, bin ich immer hellhörig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir können dann, wie gesagt, in Wiesenflur auch langsam zum Schluss kommen, denke ich. Wir haben auch mehr geschafft, als ich gedacht hätte. Also mein Plan war eigentlich, von Graffiport nach Malvenfroh, dieses kleine Stückchen da am Rätselhaus noch zu machen, Malvenfroh und die Arena und vielleicht den Radweg. Wenn überhaupt. Also ich war mir noch nicht mal sicher, ob wir die Arena überhaupt schaffen würden. Deswegen war ich da tatsächlich verwundert, wie viel wir eigentlich geschafft haben. Aber wir hatten super viele interessante Gesprächsthemen. Wir hatten einen spannenden Arena-Kampf und wir haben noch zwei Pokémon ins Team bekommen. Also ich bin da echt sehr zufrieden. Ich glaube, es war bislang echt der beste Pokémon-Stream bei dem Projekt. Was übrigens nicht daran lag, dass Jan nicht da war. Bevor das irgendwer von euch denkt. Jetzt habe ich ihn gefragt, was er denn zu essen mitbringen könnte und jetzt antwortet er nicht mehr. Das ist schon frech, oder? Wie hat er mich nur gebaitet und er will da kein Essen mitbringen? Ich habe 2 Stunden verpasst. Die kannst du ja auch nachgucken, wenn du irgendwann Zeit und Lust hast. Die werden ja auch alle immer schön gehighlightet, damit die auch nicht verschwinden. Ja, er bringt einfach alles mit. Hier eine Pizza und Nudeln, ein Döner, ein bisschen Roastbeef, ein bisschen Hühnchen oder wie auch immer das ging. Einfach alles. Schönen Abend noch, Omot. Wir sind ja jetzt eh für heute auch durch. Von daher gesehen verpasst du ja sowieso nichts. Außer dieses Pfiffieren. Ja, das normale Zickzack sieht jetzt schon ungewohnt aus. Das geht mir auch so tatsächlich. Schoki haben wir noch genug hier zu Hause vom Wichtel. Keine Sorge. Schalbini. Oh, das passt. Dann werde ich mal gucken, dass ich für den nächsten Stream Tomoe und Kamui noch ein bisschen trainiere. Ich habe jetzt ja hier zumindest eine ganz gute Wiese. Und dann... Gut, Wiesenflur ist halt nur erkunden. Und dann können wir eigentlich Richtung Laubwechselfeld aufbrechen. Im besten Fall auch nächste Woche schon. Ich weiß halt nicht, ob ich nächste Woche 3 Streams hinkriege. Aber wenn, dann würde ich halt nicht Pokémon ausfallen lassen, weil das halt letzte Woche schon ausfiel. Deswegen, ich denke mal, das kriegen wir nächste Woche hin. Ich glaube aber nicht, dass wir wirklich bis Flavia kommen. Das ist ein bisschen viel vielleicht. Da sind ja auch viele Trainer. Und Domitorana, ich hoffe mal nicht. Ich weiß es aber nicht. Aber zur Not kann man ja auch die alten Highlights, die halt schon auf YouTube gelandet sind, wieder löschen, um Platz zu machen.
So, was hat denn Jan jetzt geschrieben? Nudeln, Pizza, was auch immer du willst. Wir hatten gestern Pizzabrötchen, als ob ich jetzt nochmal Pizza essen will. So, kleinen Moment. Ich muss mich hier eben um ein wichtiges Thema kümmern. Ich hab das gleich. So. Die Jumbo-Pizza-Brötchen, die waren echt Jumbo. Die Sache ist, ich liebe ja Pizza. Pizza kann ich immer essen, aber muss ich jetzt auch nicht irgendwie haben, wenn ich gestern Pizza-Brötchen hatte, dann jetzt nochmal Pizza essen. Also habe ich die einzig richtige Antwort genommen, nämlich Nudeln. So. Dann haben wir es nämlich für heute auch geschafft, wie gesagt. Und wir haben gut Fortschritt gemacht. Ich fand das vor allen Dingen auch echt cool, so viel mit euch zu quatschen und auch wirklich so eure Sicht der Dinge noch zu hören. Also nicht, dass ich einfach nur einen Monolog geführt habe, sondern auch wirklich, ich sag mal, viel Feedback in Anführungszeichen dann bekommen habe. Das fand ich echt cool. Und lustigerweise geht es meiner Stimme tatsächlich auch recht gut. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, nachdem ich so viel gequatscht habe, aber es hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert.